Abdallah Abu Chaka, 40 Jahre alt, geboren in Berlin, wurde am 4. November in einer Nacht- und Nebelaktion aus Deutschland in den Libanon abgeschoben. Hier in Beirut kennt Abu Chaka sich kaum aus. Er hat keinen libanesischen Pass, spricht schlecht Arabisch, galt in Deutschland als staatenloser Palästinenser. Abdallah Abu Chaka spricht zum ersten Mal mit den Medien. Er ist der Meinung, dass ihm Unrecht geschehen ist. Abu Chaka erzählt, wie Polizisten ihn per Hubschrauber und Privatjet in den Libanon flogen, wo er zunächst in eine 35-Mann-Zelle kam. Wie ich es jetzt nachher mitbekommen habe, hat Deutschland dafür gezahlt, Geld gezahlt, dass sie mich aufnehmen. Das ist, glaube ich, jetzt eine neue Masche von Menschenhandel oder Entführung. Für mich ist es eine Entführung, dass ich entführt wurde, in ein Land gepackt wurde, was ich gar keine Beziehung zu diesem Land habe, die Sprache nicht spreche und mit dem Land nichts zu tun habe.